So, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur dritten Vorlesungsreihe im Rahmen der Serie Covid-19 Lectures der Technischen Universität München zusammen mit dem Klinikum Rechts der Isar. Sie kennen es bereits, wer Fragen stellen möchte, kann das gerne im Chat tun. Und wir werden dann anschließend an den Vortrag Ihre Fragen beantworten und zusammen mit Ihnen diskutieren. Wir haben heute eine ganz besondere Vorträgerin, nämlich meine Kollegin, Frau Professor Alena Büchs. Sie hat den Lehrstuhl für Geschichte der Medizin und Ethik der Medizin und ist in diesem Gebiet eine wirklich ausgesprochene, überragende Expertin, möchte ich fast sagen. Viele von Ihnen werden sie wahrscheinlich kennen aus der Tagesschau oder aus heute, denn sie berät als Vorsitzende des Deutschen Ethikrats die Bundesregierung in ethischen Fragen. Und natürlich, wir haben die Corona-Pandemie, wir haben die Frage nach Impfen, wir haben die Frage nach dem Impfstoff, der ja bekanntermaßen knapp ist. Also ist Frau Büchs zusammen mit dem ganzen Ethikrat natürlich in dieser Sache aktuell hochgefragt. Und ich glaube, einen besseren Zeitpunkt für die heutige Lecture konnten wir gar nicht finden. Ich erzähle nur ganz, ganz kurz was über sie, weil sonst würde ich die ganze Zeit dafür benötigen. Sie ist hochdotiert, hat viele Preise, hochdotierte Publikationen. Sie war auch Mitglied des englischen Ethikrates und so weiter und so fort. Sie können das alles ganz genau nachlesen, wenn Sie es interessiert. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Alena heute bei uns ist. Herzlich willkommen und ich darf deinen wirklich spannenden Vortrag in diesen Zeiten ankündigen. Es geht um die Verteilungsgerechtigkeit am Beispiel der Impfstoffverteilung und auch am Beispiel der Intensivbetten. Liebe Alena, du hast das Wort. Vielen lieben Dank, liebe Marion, für diese ausnehmend freundliche Einführung. Ich erröte ein wenig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörende, es freut mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Ich danke der TUM für die Idee, für diese ausgezeichnete Idee, diese Covid-Lectures einzurichten und die auch so breit in die Öffentlichkeit zu tragen. Bei YouTube zu streamen, finde ich eine wundervolle Idee. Just a quick note for everyone who expected this to be in English. My slides will be in English, but this is a topic where I'll be looking at a national context. However, whoever cannot speak in English, in German, can of course post their questions in English. Marion wird das übersetzen und uns dann hier gemeinsam in die Diskussion bringen. Wer Interesse an den Folien hat, kann sich dann später auch nochmal melden. Ich spreche heute über ein Thema, das, wie ich persönlich finde und wie vielleicht auch einige von Ihnen denken, zu den schwierigsten Themen gehört in einer Zeit, die weiß Gott an schwierigen Themen nicht arm ist. Und das Ganze ist für mich ganz persönlich ein bisschen bizarr. Ich kann jetzt gerade übrigens meine Folien nicht bewegen. Da muss mich noch jemand wieder freischalten. Herr Malkasi, können Sie da mal eben Hand anlegen? Oder ich teile es nochmal, das ist kein Problem. Da sind wir ja entspannt. So, schauen wir, ob es jetzt funktioniert. Nein, es funktioniert leider nicht. Irgendwer stoppt mich, stoppt meine Folien. Sieht man die, kann man die Folien so sehen? Nein, Alena, man sieht dich. Vor einer Warte mal, ich gebe das Desktop frei, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Sieht man das jetzt? Jetzt sieht man es. Ich versuche mal, ob es in den Präsentationsmodus geht. Wenn nicht, dann klicke ich es einfach so runter. Kann man es sehen? Ja, wunderbar. Perfekt. Wunderbar. Verzeihung an alle. Das sind die üblichen Abstimmungsprozesse.
Also für mich ist das alles im Moment, wenn ich das mal persönlich beginnen darf, eine zum Teil bizarre Erfahrung. Ich beschäftige mich mit der Verteilung knapper medizinischer Ressourcen seit fast 20 Jahren. Als junge Studentin habe ich zu diesem Thema gearbeitet. Ich habe meinen Magister, den ich damals im Medizinstudium noch gemacht habe, zu Fragen der gerechten Verteilung knapper Ressourcen in der Medizin geschrieben. Und das Thema hat mich einfach immer begleitet. Und ich habe häufig durchaus von sehr zugewandten Menschen die Frage gehört, sag mal, was machst du denn das? Das ist doch Elfenbeinturmkram. Das ist doch alles hochtheoretisch und unpraktisch. Das hat doch auch mit der Medizin nichts zu tun. Und macht das doch nicht alles so kompliziert. Ihr Philosophen, überlegt euch da irgendwelche wilden Sachen über gerechte Verteilung. Ihr macht doch Probleme, wo keine sind und so weiter. Und häufig war es tatsächlich so, dass ich auch selber mich gefragt habe, ist das eigentlich alles letztlich überflüssig, dieser ganze Hirnschmalz, der in dieser Diskussion umgewälzt wird? Da gibt es eine große wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema. Ist das eigentlich irrelevant? Und es war tatsächlich und ich habe jahrelang auch das Thema tatsächlich beiseite gelegt, weil so diese harten Verteilungskonflikte, über die auch in der Fachliteratur in meinem Fach gesprochen wurde, die waren einfach nicht wirklich so ganz stark praxisrelevant. Und das war für mich eine bizarre Erfahrung, dass man auf einmal so etwas erlebte. Also dass überall in allen, Sie haben das sicherlich auch, nehme ich an, zu Teilen mitverfolgt, überall in den Schlagzeilen auf einmal die Ethik aufscheint und die Frage der gerechten Verteilung. Und das ist immer noch eine etwas bizarre Erfahrung. Und deswegen dachte ich mir, weil vielen vielleicht gar nicht so sehr vor Augen steht oder das jetzt erst klar geworden ist, dass diese Fragen, die sich da dieses Orchideenfach der Ethik wissenschaftlich angeschaut hat, schon relativ lange, dass die vielleicht doch auch recht viel Bedeutung haben können für bestimmte Kontexte und dass wir da tatsächlich gerade in einer Lernerfahrung sind, dachte ich mir, bringe ich Ihnen ganz kurz ein paar Begrifflichkeiten mit, was das denn eigentlich ist, was man in der Ethik macht. Ethik ist ganz, in einer griffigen Formel formuliert, die Theorie der Moral. Also die Moral, das sind so die Regeln, die wir miteinander ausgemacht haben. Das sind die Prinzipien, die unser gemeines Zusammenleben regeln. Das sind die persönlichen Überzeugungen, das sind die Wertvorstellungen. Die Gesamtheit davon ist die Moral und die Ethik ist die Theorie darüber. Also das Systematisieren, das Nachdenken, das Begründen von Begriffen, von Prinzipien, das Untersuchen von Argumenten, von Konzepten, die sich mit dem guten und richtigen Handeln beschäftigen. Also Ethik ist sozusagen die Entwicklung von Vorgaben für das gute und richtige Handeln. Und unser Handwerkszeug ist die Analyse, die prinzipiengeleitete oder die theoriegeleitete Analyse ethischer Konflikte und Entwicklung von hoffentlich wohlbegründeten Empfehlungen für die Politik, aber auch für die Praxis. Und ich werde zwei Beispiele heute kurz aufblättern. Eines sehr politikorientiert, eines sehr praxisorientiert. Und wir könnten da jetzt wirklich ganz tief ins Detail gehen. Aber diese Vorlesung ist ja eine sozusagen breite Kirche. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht in die ethische Begründungstheorie abtauchen. Ich werde auch die gerechtigkeitstheoretischen Aspekte immer nur kurz antippen, falls jemand da draußen Interesse an diesen Fragen hat. Und dann können wir das natürlich sehr gern in der Diskussion vertiefen. Ganz wichtig zu wissen ist, dass wir oft, zumindest am Anfang, wenn eine ethische Analyse beginnt, mehr Fragen produzieren als Antworten. Das gehört zum Prozess dazu. Und so ist es natürlich auch in einer Pandemie. Was ist das mit der Ethik in der Pandemie? Habe ich schon häufiger auch mal öffentlich gesagt und jetzt ja auch angedeutet. Für Ethiker sind viele der Fragen, die wir im Moment alle gemeinsam umwälzen und auch durchleiden, nicht neu. Jedenfalls nicht von der Struktur. Viele der Themen sind nicht neu für uns. Wir waren tatsächlich eingedacht. Deswegen ist es nicht so überraschend, dass doch sehr viele Ethiker sehr früh sich auch öffentlich erklärend geäußert haben in der unterschiedlichen Couleur und Breite, wie sich das für ein wissenschaftliches Fach gehört.
Wir haben aber natürlich im Moment so eine Brennglas-Situation, so möchte ich das nennen. Wir machen ethische Analyse und Praxis alle gemeinsam, wenn Sie so wollen, in Echtzeit, die ganze Zeit, super sichtbar und kontinuierlich und unter Zeitdruck, unter unglaublichem Druck und natürlich unter Bedingungen von Unsicherheit und Unwissen. Erinnern Sie sich gerade an den Beginn dieser Pandemie, als man noch gar nicht wusste, worum es da, was da eigentlich passiert und wie sich diese Erkrankung, ich sehe immer noch Artikel, die Covid als Lungenerkrankung beschreiben und wir wissen inzwischen natürlich, dass es nicht nur eine Lungenerkrankung ist. Also Sie sehen ab und zu oder Sie selbst wissen ja, was wir alle für eine Lernkurve hinter uns haben. Und das heißt, die ethischen Fragen, die in der Medizin und auch in unserer Gesellschaft immer schon mitgeschwungen sind, das ist mir nämlich wichtig zu sagen, wir haben an den Fragen nicht gearbeitet, weil wir in einem Elfenbeinturm sitzen wollten früher in der Wissenschaft, sondern wir haben immer gesagt, das sind wichtige Fragen für die Gesellschaft, aber es war nicht so sichtbar. Und es war vor allem nicht so sichtbar und auch nicht so anstrengend, wie wir das jetzt erlebt haben. Wir sind ja, und das ist mir auch wichtig zu unterstreichen, in einer Situation kontinuierlicher und ständiger emotionaler Höchstbelastung, alle gemeinsam miteinander. Deswegen werbe ich auch so darum, den Ton in auch öffentlichen Debatten moderat zu halten. Und wir sind auch gerade in einer ganz, ganz harten Phase nochmal der Pandemie da, einfach uns immer klar zu machen, dass wir alle unglaublich schon viel hinter uns haben und auch emotional hochgeregelt sind. Und all das führt dazu, dass wir gemeinsam gelernt haben, dass ethische Fragen, die als solche schon beschrieben waren, also ich habe selber tatsächlich vor 10 Jahren ein Kapitel geschrieben zur Solidarität in der Pandemie. Das finde ich selber noch im Nachhinein irgendwie ein bisschen irre. Und wenn ich mir das durchlese, denke ich mir, ja, da sind die wichtigsten Aspekte schon angelegt. Die sind natürlich nicht so auf den Punkt gebracht, wie wir das jetzt alle durch die Realität erlebt haben. Und sie sind natürlich nicht so verdichtet und nicht so ganz konkret und aber die Frage von der Struktur ist da, nur bei weitem nicht so konzentriert und auch nicht so verstärkt durch die Realität, wie das die ethischen Fragen und Konflikte in dem letzten Jahr waren. Und was vielen, glaube ich, es jetzt deutlich vor Augen steht, ist, dass und auch sichtbar geworden ist, dass Politik eben intensive ethische Aspekte hat. Das ist sicherlich ein sozusagen Learning aus dieser ganzen Sache. Wie sieht es nun aus mit der Verteilungsgerechtigkeit in der Pandemie, mit den ethischen Fragen knapper, fairer Verteilung von Ressourcen? Auch das ist überhaupt kein neues Thema. Da gibt es eine wirklich etablierte wissenschaftliche Debatte. Ich beschränke mich heute auf den nationalen Kontext, obwohl diese Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen natürlich klarerweise internationale und globale Aspekte haben. Also ich schneide jetzt wirklich ein Stück aus der Debatte raus, einfach auch ein bisschen aus Zeitgründen. Ich habe am Anfang, ich musste sehr ausdünnen, welche Themen ich für heute Abend auswähle, weil es tatsächlich im Moment so viele gibt. Und ich blende auch aus und sage das gleich transparent, die strukturellen Aspekte. Also diese ganzen Aspekte von sozioökonomischen Gradienten in der Gesundheit insgesamt, aber auch in der Betroffenheit durch Covid-19, gesundheitliche Ungleichheiten und so weiter. Also da gibt es einen intensiven Diskurs, gerade auch nicht nur in der Medizinethik, sondern auch der Public Health Ethik, aus der ich auch komme, die sich natürlich ganz besonders mit den Fragen, die wir heute hier besprechen, beschäftigt hat. Das blende ich ein bisschen aus, können wir gerne in der Diskussion noch drauf gehen. Ich werde eingehen, das sind noch 2, 3 Fachbegriffe, die ich hier einfach reinwerfen möchte, sowohl auf die sogenannte prozedurale Frage gerechter Verteilung als auch auf die materialen Aspekte. Prozedural ist, wie man es macht, wer ist beteiligt, wie setzt man das sozusagen, welche auch Handlungsaspekte sind besonders wichtig und befördern eine gerechte Verteilung. Und materiale Aspekte oder materiale Kriterien sind inhaltliche Kriterien, da gebe ich Ihnen gleich noch Beispiele. Und natürlich gäbe es noch sehr viel mehr an gerechtigkeitstheoretischen und ethischen Grundlagen zu besprechen. Das möchte ich hier heute aber nicht tun. Ich möchte auf der Grundlage ganz sozusagen Mainstream etablierter philosophischer Vorarbeiten und sozusagen Hintergrundtheorien Ihnen, wenn Sie so wollen, breite Leitlinien
kohärentistischer Ansatz, also der versucht sozusagen insbesondere Widerspruchsfreiheit zu generieren und eben sowohl materiale als auch prozedurale Prinzipien zu vereinen. Man nennt das, das ist auch noch so ein Fachbegriff, vielleicht wer mag später für die Debatte, ein weites Überlegungsgleichgewicht, Wide Reflective Equilibrium. Das ist ein Ansatz, bei dem man eben versucht, normative Prinzipien zu vereinen mit bestimmten Urteilen und Entscheidungen und gleichzeitig auch empirische Daten und auch sozusagen den Common Sense, den moralischen Common Sense einzufalten. Und in Deutschland haben wir da etablierte Prinzipien der biomedizinischen und Public Health Ethik, aber natürlich auch rechtsethische Prinzipien unserer Verfassung. Ich möchte ganz ausdrücklich sagen, für die theoretischen Puristen, falls hier Philosophen sitzen aus der Gerechtigkeitstheorie, dass all das, was ich jetzt vorstelle, ganz klipp und klar praxisorientiert ist, für die Anwendung orientiert ist. Und das bedeutet, wir sind in der sogenannten non-idealen Theorie. Also es geht um die echte, schmutzige, komplizierte Realität und nicht um eine ideale Theorie. Und das möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz noch an zwei Beispielen aufblättern, wie denn sowas dann aussieht. Und auch hier tippe ich das nur an und wir können sehr gerne einsteigen. Das erste Thema ist das Thema der sogenannten Triage. Sie wissen alle oder viele von Ihnen wissen, Triage ist mal grundsätzlich nichts Außergewöhnliches in der Medizin. In der Katastrophenmedizin haben wir das, in der Notfallmedizin, dass man einfach sozusagen Patienten reiht nach ihrem akuten Behandlungsbedarf. Da gibt es auch so Vorgaben für das alles ausgearbeitet. Was wir nicht kennen, kann man, glaube ich, so sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg, jedenfalls in Deutschland, ist die Situation einer absoluten Knappheit, wo es nicht um einen Riesenunfall geht oder so, wo mal kurzfristig die Kapazitäten überlastet sind und kurzfristig ganz viele Patienten zum Beispiel, ja, leitende Notärztin, leitender Notarzt kommt irgendwo hin und muss einfach gucken, ich muss jetzt diese Massenkarambolage irgendwie in den Griff kriegen und da eine Triage der Verletzten vornehmen, sondern es geht um einen Zustand, der anhält in einer Pandemie, der dauerhaft ist und der bedeutet absolute Knappheit. Ab einem bestimmten Punkt hat man alles getan, um die Kapazitäten aufzubauen. Man hat alles getan, all das, was wir auch getan haben in Deutschland. Also elektive Sachen absagen und so weiter, regional gucken, dass alles optimal verteilt ist. Und irgendwann käme dann, Gott sei Dank sind wir in dieser Situation bisher in Deutschland noch nicht gewesen, aber wir waren schon knapp davor in verschiedenen Regionen und zu verschiedenen Zeiten. Und man kann trotzdem nicht mehr allen die Behandlung geben, die man ihnen geben möchte. Das nennt man sogenannte harte, echte Triage. Und das ist das, was man Triage meint, wenn man jetzt darüber redet in der Pandemie. Und da gab es quasi keine Vorgaben für. Das ist etwas, das wir nicht kennen. Also wir kennen das mal, irgendwie kurzzeitige Engpässe. Aber wir kennen so eine Situation in einem solchen Land wie Deutschland mit unserer medizinischen Versorgung. Das kennen wir nicht. Und daher rührt übrigens auch dieses Gefühl, das viele haben, wenn sie sich die Literatur zu diesen Fragen und die philosophische Literatur, die theoretische Literatur, das habe ich auch immer schon als Medizinstudentin gedacht, ach komm, das ist wirklich, ja, das sind Gedankenexperimente. Und wir lernen jetzt alle, dass es keine Gedankenexperimente sind. Wir wissen, Bergamo war initial in der Pandemie ein Beispiel, aber an vielen Stellen in der Welt wird und wurde in dieser Art und Weise triagiert. Das bedeutet, in einer solchen Situation, wenn sie wirklich auftritt, müsste man den klinischen Blick erweitern, auch den ethischen Fokus erweitern, von der individuellen Patientenperspektive und dem Prinzip der sogenannten Beneficence, also der ärztlichen Fürsorge für den einzelnen Patienten, die uns ja sagt, immer den einzelnen Patienten optimal betreuen. Das ist ein ganz wichtiges ärztlich-ethisches Prinzip, hinzu auch gleichzeitig einer Berücksichtigung einer stärker kollektiv orientierten Perspektive, wo man sagt, da sind ja auch noch andere Patienten, die gleichzeitig vielleicht dasselbe brauchen wie jetzt dieser eine Patient oder die kommen alle gleichzeitig. Da kann man nicht versuchen, einen optimal zu behandeln oder alle optimal zu behandeln, sondern da muss man eine Perspektive nehmen, die breiter schaut und die auch sozusagen Public, in diesem Fall ist das Bevölkerung, in diesem Fall ist das damit gemeint die Gruppe, die dann behandlungsbedürftig ist, der Patienten und die in den Blick nimmt. Und das ist psychologisch schwer für viele Kolleginnen und Kollegen, aber das ist auch
genuin, ethisch eine echte Herausforderung, weil das eigentlich etwas ist, was wir in der Medizin, die sehr individualorientiert ist, auch ganz zu Recht individualorientiert ist, einfach wenig machen. Und die Public Health Ethik hat immer gesagt, wir müssen das ein bisschen mehr machen, wir müssen das ein bisschen mehr mitdenken, und es fällt uns jetzt so ein wenig auf die Füße. Und wir haben vom Deutschen Ethikrat, Verzeihung, ich gehe nochmal schnell zurück, hier sehen Sie unsere allererste Stellungnahme zu diesem Thema. Jetzt spreche ich also dezidiert als Ethikratsvorsitzende, eine kleine frühe Empfehlung gemacht und haben gesagt, unsere Verfassung sagt uns zumindest mal, was, nach welchen Kriterien wir nicht verteilen dürfen. Geschlecht, soziale Rolle, also hat jemand 3 Kinder oder keine Kinder oder sowas, ist jemand 80 oder 40, ist jemand Männlein, Weiblein und so weiter, aber auch nicht, wie lange hat denn jemand insgesamt noch zu leben? Hat jemand zum Beispiel eine lebenslimitierende Erkrankung, Krebs, und lebt nur noch im Schnitt vielleicht oder erwartbar 2 oder 3 Jahre? Dürfen wir nicht einen Unterschied machen zu jemandem, der 20 oder 30 Jahre vor sich hat? Das sind alles Kriterien, die sind in Deutschland qua Verfassung auszuschließen, weil sie eine ungerechte Diskriminierung darstellen würden. Eine Bewertung des Lebens aufgrund von Kriterien, die wir für Deutschland in dieser Hinsicht ablehnen und sagen, es darf nicht das Leben von jemandem, der 5 Jahre länger lebt, erwartbar, oder das Leben von jemandem, der jünger ist als 40, mehr wert sein als das Leben von jemand anderem. Das enthebt einen aber nicht der Herausforderung, dass es dennoch zu solchen harten Triage-Situationen kommen kann. Und da gibt es 2, die man unterscheiden muss. Eine, die ist gar nicht so schrecklich, das ist die Ex-ante-Triage, die ist für die Beteiligten furchtbar. Das ist diese klassische Katastrophentriage. Also es kommen auf einmal ganz viele Leute zu mir und ich kann nicht alle retten. Da bemüht man sich sozusagen darum, dass man möglichst viele rettet, die da gerade hineinkommen, aber man kann nicht allen alles geben und macht das dann sozusagen nach klinischen Kriterien so gut man kann. Das ist schon furchtbar genug. Noch furchtbarer ist aber die Situation, und das ist sozusagen die allerhärteste Triage, der sogenannten Ex-Post-Triage. Also es sind schon längst alle Kapazitäten voll, es kommen immer weiter Patienten und da sind welche bei, die haben eine viel bessere Prognose als die, die ich schon behandle. Und dann stellt sich für Ärztinnen und Ärzte die Frage, behandle ich jetzt diesen Patienten weiter, den ich schon behandle? Oder schaue ich, ob da jemand ist, bei dem ich sich oder sehr wahrscheinlich davon ausgehe, dass der beispielsweise die Behandlung viel besser überlebt als dieser Patient, den ich gerade behandle? Das sind für Ärztinnen und Ärzte unglaublich fürchterliche Gedanken, die wir eigentlich nicht haben wollen, ganz ehrlich, in der Praxis, und die in Bergamo und anderswo ganz klar, ich sehe noch diese schrecklichen YouTube-Videos vor mir von Ärztinnen und Ärzten, die über diese Art von Entscheidungsfindung berichtet haben. Wir haben das Gott sei Dank noch nicht gehabt, aber wir sind so nah dran gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen uns darauf vorbereiten. Und wir haben vom Ethikrat gesagt, da kann es von Staats wegen keine materialen Kriterien geben. Da kann nicht der Staat sagen, dafür müssen diese und jene Kriterien benutzt werden. Der Staat darf sich in diesem Bereich einer Abwägung von Leben nicht einmischen. Die ist, nur dass Sie das wissen, außerhalb unseres Rechtsrahmens. Also wenn Sie dann einen Patienten abnehmen würden von intensivmedizinischer Behandlung, zum Beispiel zugunsten eines anderen, das ist außerhalb unseres Rechtsrahmens. Dafür haben wir kein... Und es ist fraglich strafbar, das wird sehr intensiv diskutiert. Und deswegen diese Notwendigkeit, dafür einen Rahmen zu schaffen. Und wir haben gesagt, der Staat kann für so eine Situation keinen Rahmen schaffen. Der darf nicht sagen, du hängst den ab mit der schlechteren Prognose. Aber er kann Ärztinnen und Ärzte, die in einer Situation sind, wo ihnen sozusagen die Patienten immer, immer weiter nachrücken und sie vielleicht diese Entscheidung doch gezwungen sind zu treffen, nicht insofern alleine lassen, dass er vollkommen verbietet, dass es dafür Vorgaben gibt. Wenn diese grässliche Situation auftritt, dann muss sie so gut wie möglich, so ethisch wie möglich und so prinzipienbasiert und sozusagen auch an allen Stellen so gleich wie möglich und so belastbar und transparent wie möglich erfolgen. Und da darf es dann Empfehlungen geben, beispielsweise von Fachgesellschaften. Das haben wir damals schon gesagt. Wir haben damals schon abgehoben auf die Empfehlung, damals war es noch Empfehlung der 7 medizinischen Fachgesellschaften unter der Leitung der DIVI, aber die Akademie für Ethik in der Medizin war auch eine von den medizinischen Fachgesellschaften. Das ist ja inzwischen überarbeitet worden, das ist eine S1-Leitlinie. Und ich werfe jetzt hier nur in den letzten Sätzen hin, was die beiden wesentlichen Prinzipien sind, die auch gerechtigkeitstheoretisch da eine Rolle spielen.
Da sagt man, wenn Ärztinnen und Ärzte in dieser Situation der Triage sind, gerade auch der Ex-Post-Triage, dann muss es gehen nach einer unmittelbaren oder direkten klinischen Erfolgsaussicht, also der Überlebenswahrscheinlichkeit jetzt hier. Das heißt, dass man nicht gucken darf, wer hat sozusagen in 2 Jahren verglichen die beste Lebenserwartung oder so, sondern man muss gucken, wer hat jetzt hier die höchste oder die höhere Wahrscheinlichkeit, diese intensivmedizinische Behandlung zu überleben. Und da gibt es, das ist etwas, das können Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner, da gibt es Scores für und da kann man sozusagen wirklich, das ist von den Fachgesellschaften schon sehr gut vorgearbeitet und das haben dann Häuser, unter anderem auch das Rechts der ISA, aber viele andere auch in Deutschland übernommen und haben da sozusagen eigene Prozesshandbücher, wenn Sie so wollen, entwickelt, Pfade, wie man das machen würde, wie man das organisieren würde. Das ist belastbar dann auf klinischen Parametern und verschiedenen Scores, mit denen man das macht. Also das ist nicht irgendeine Bauchherausentscheidung, sondern das sind abgehangene, gut begründete Kriterien. Und das Zweite ist, dass das Ärztinnen und Ärzte nicht allein machen sollen, dass nicht eine Person diese außerordentlich belastende und auch ethisch schwierige Entscheidung trifft, sondern dass es da ein sogenanntes Mehraugenprinzip gibt und das ist ein klassisches prozedurales Kriterium. Das erste Kriterium ist ein materiales Kriterium, dass man also diese verteilte Entscheidung hat, auch die verteilte Verantwortung. Und eine Idee dahinter ist auch ganz klar, wie gesagt, bei uns war das noch alles nicht notwendig, aber sollte so etwas notwendig sein und passieren, dass nicht, wenn dann doch Klagen kommen, und das wäre vermutlich der Fall, da stellen sich erstens die Krankenhäuser dann dahinter, das ist auch überall, wo so etwas schon sozusagen mal vorgedacht wurde, umgesetzt worden, dass aber dann die Ärztinnen und Ärzte dann nicht alleine sozusagen als diejenigen stehen, die im stillen Kämmerlein irgendwie diese Entscheidung getroffen haben, sondern dass das eine Teamentscheidung war. Und sehr, sehr transparent, sehr, sehr gut dokumentiert. Es hat bei uns einige Monate gebraucht, das wirklich umzusetzen in einem ganz transparenten Prozess, an dem ganz, ganz viele aus dem Klinikum mitgearbeitet haben. Und wie gesagt, das haben viele Häuser inzwischen etabliert. Wir sind also vorbereitet darauf. Wir hoffen natürlich, dass wir das nie in die Praxis umsetzen müssen, will ich ganz offen sagen. Da graut uns sicher allen davor. Wir haben am Rechts der ISA als eine zusätzliche Struktur, die auch empfohlen wird in der S1-Leitlinie, ein Ad-Hoc-Team Ethik, das dann die Ärztinnen und Ärzte, die das entscheiden würden, beraten kann. Meine Oberärztin für klinische Ethik, die Frau Dr. Knochel, ist sozusagen bei uns da ganz, ganz intensiv dabei, dieses Ad-Hoc-Team Ethik zu schulen und vorzubereiten, gleichzeitig in der Hoffnung, dass das nie eingesetzt werden muss. Gesellschaftlich offen ist noch die Frage, das will ich hier nicht verhehlen, ob man das nicht doch gesetzlich regeln muss. Und da sagen eben die einen, der Staat soll sich da gar nicht einmischen. Die anderen sagen, man muss zumindest einen gesetzlichen Rahmen schaffen, damit solche Entscheidungen nicht außerhalb der Rechtsordnung sind, so wie im Moment, wo man quasi Angst haben muss, dass man dann wirklich verklagt wird. Und viele sagen, man muss das eigentlich parlamentarisch diskutieren. Das ist eine so weitreichende Entscheidung. Das sollte nicht nur in Anführungszeichen Ethikern und Medizinern und dann natürlich vor allem auch den entscheidenden Ärzten überantwortet werden, sondern das muss gesellschaftlich getragen und verankert sein. Das ist eine offene Diskussion, ob man das machen sollte und wie man das machen könnte. Und ich bin gespannt, ob Sie dazu Fragen in der Diskussion haben. Kommen wir zum zweiten Thema. Dies ist ein etwas hoffnungsvolleres Thema, weil es sich mit einer fantastischen Menschheitsleistung beschäftigt, nämlich der Tatsache, dass wir nach einem Jahr jetzt ab übermorgen, glaube ich, 29. drei zugelassene, wirksame, sichere Impfstoffe haben. Unterschiedliche Technologieplattformen, also nicht mehr nur die mRNA-basierten, sondern jetzt kommt ja auch ein klassischer Impfstoff auf den Markt. Und da werden noch andere kommen. Also dass wir, ich muss wirklich sagen, einfach ganz persönlich auch Gott sei Dank, dass das in einer unglaublichen Menschheitsleistung gelungen ist. Und am Rechts der ISA wird ja auch ein Impfstoff gerade entwickelt an der TUM, dass es gelungen ist, uns diese Handhabe, dieses Mittel gegen die Pandemie an die Hand zu liefern, das uns einen Weg hoffentlich hinausweisen wird. Und vielen ist jetzt, glaube ich, erst klar geworden, etwas, was
der Medizinethikerin, die sich mit diesen Fragen eben schon länger beschäftigt, schon lange vor Augen stand. Diesen Stoff will die ganze Welt. Alle wollen den und am Anfang ist völlig klar, das war von Anfang an absehbar, nicht genug für alle da. Und in einer solchen Situation muss priorisiert werden. Also es muss sozusagen eine Reihung geben, wenn es eine solche Knappheit gibt. Wir haben es hier wieder mit einer absoluten Knappheit zu tun. Also egal, was wir tun, wir können nicht jedem das geben, was er oder sie gern möchte. Dann muss man wieder eine Priorisierung vornehmen. Das ist eine andere Art der Priorisierung, als die, über die wir gerade gesprochen haben. Aber da gibt es natürlich sozusagen Bezüge. Auch hier gilt transparent, belastbar, verständlich. Und dennoch, das möchte ich gleich vorweg schicken, weil ich schon weiß, was für Fragen in der Diskussion kommen, ist es fast nicht möglich, das so zu machen, dass alle das gerecht finden. Man kann nur versuchen, es so gerecht wie möglich zu machen und einen ganz breiten Blick zu nehmen auf die Interessen möglichst aller Betroffenen und aller Beteiligten. Das heißt aber natürlich, dass es immer Gruppen gibt, die sagen, wir sind jetzt in der Priorität nicht hoch genug. Dazu kommen wir gleich noch, das schicke ich nur jetzt schon mal vorweg. Und ich sage das deswegen jetzt schon, weil das offenkundig werden lässt, dass man eine solche Priorisierung nicht rein medizinisch machen kann. Man muss sie auch medizinisch machen. Man muss natürlich mal verstehen, was kann der Impfstoff überhaupt? Unterdrückt der zum Beispiel überhaupt die Ansteckung anderer? Also ist ein Mensch, der geimpft ist, dann tatsächlich nicht mehr ansteckend? Das ist immer noch offen. Aber das war initial unklar, ob wir das wissen würden. Oder geht es da vornehmlich mal zunächst um Eigenschutz? Geht es um Schutz vor Infektion? Geht es um Schutz nur vor schweren Verläufen und Todesfällen? Und die Impfstoffe, die wir jetzt am Markt haben, tun ja beides. Also sie schützen vor der eigenen Infektion und entsprechend insbesondere auch besonders gut vor schweren Verläufen und Todesfällen. Aber das mit der Transmissionsunterdrückung, also mit der Nicht-Infektiosität, ist noch offen. Und da gibt es noch viele andere medizinische Aspekte natürlich zu berücksichtigen, die Wirksamkeit und gibt sozusagen Unterschiede in bestimmten Altersgruppen. All diese Dinge müssen einbezogen werden in eine Priorisierung und gleichzeitig müssen die ethischen und rechtlichen Grundlagen berücksichtigt werden, die in unserem Land gelten und die müssen hineingearbeitet werden in diese Priorisierung, denn es geht um die Verteilung absolut lebenswichtiger Güter. Es geht letztlich um Leben, um Schutzchancen, um Lebenschancen. Es geht dramatisch ausgesprochen ganz klar auch hier um Leben und Tod. Und das ist etwas, das haben wir, viele Kolleginnen und Kollegen an die Politik schon relativ früh herangetragen, als klar war, es wird einen Impfstoff geben. Da haben noch alle oder viele über ganz andere ethische Fragen im Zusammenhang mit der Impfung gesprochen. Vielleicht wird auch da eine Frage kommen, würde mich nicht überraschen. Also Wirksamkeit, Sicherheit und wie ging das alles so schnell und so weiter, haben wir gesagt, das ist alles total wichtig, aber wir müssen unbedingt gut vorbereiten, dass das in einer belastbaren Art und Weise passiert und nicht irgendwann die Impfstoffe im Markt sind und wir verteilen die irgendwie. Denn das wäre in jedem Fall ungerecht. Und das ist ein dickes Brett und da hat der Bundesminister für Gesundheit tatsächlich relativ früh gesagt, da brauchen wir sozusagen unterschiedliche Expertise. Das kann nicht nur die STIKO, die Ständige Impfkommission, machen, die ja für Deutschland die Kommission ist, die die Impfempfehlungen baut und die sozusagen sich unglaublich auskennt. Es ist ein tolles Gremium, beneiden uns viele Länder drum. Sozusagen unabhängiges Expertengremium, ehrenamtlich, wie übrigens auch der Ethikrat, die sich also seit vielen Jahren beschäftigen mit der Zulassung neuer Impfstoffe und da ganz, ganz viel Expertise haben. Das braucht auch noch eine breitere wissenschaftliche Expertise mit Blick auf die Wirkung auf die Pandemie zum Beispiel, also eben virologische, epidemiologische, natürlich auch modellierende, mathematisch, statistisch und so weiter und so weiter. Deswegen auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und es braucht eine ethische und rechtliche Expertise und deswegen der Ethikrat. Und meines Wissens zum ersten Mal überhaupt haben wir das in dieser Dreierkonstellation gemacht und alle, die irgendwie mit irgendwelchen Gremien zu tun haben, wissen das schon schwer genug, dass man sein eigenes Gremium zu einer Einigung führt, aber drei völlig unterschiedliche Gremien so zusammenzubinden, das war
nicht ganz ohne ein sehr interessanter, sehr lehrreicher, auch letztlich wirklich anstrengender und intensiver, aber am Ende des Tages auch fruchtbarer, hoffe ich jedenfalls, Prozess. Und wir haben das also durchgearbeitet und ich stelle Ihnen jetzt in einem kurzen Schweinsgalopp noch in ein paar Minuten vor, welche Prinzipien wir da in den Blick genommen haben und was dann dabei rausgekommen ist. Und dann komme ich auch schon zu Schlussfolgerungen und freue mich dann auf Ihre Fragen. Also, die Prinzipien, die wir da geprüft haben, in der Relevanz für die Priorisierung, für diese Verteilung, die Reihung, wer soll es denn nun als erstes kriegen, wenn wir so wenig haben am Anfang, sind die Selbstbestimmung, Autonomie, die unter anderem auch der Empfehlung unterliegt, eine allgemeine Impfpflicht in jedem Fall auszuschließen. Das Nicht-Schadensprinzip, ich mache das jetzt ganz schnell und mit dem Holzhammer natürlich, also dass es vor allem darum geht, Schaden zu vermeiden, individuellen Schaden für den Impfling, also die geimpfte Person, für andere, die eventuell nicht mehr angesteckt werden, für auch die Gesellschaft, weil sich eben die Pandemie, weil die Pandemie zurückgeht, weil die Transmission runtergeht. Aber auch das eben schon erwähnte Wohltätigkeitsprinzip und das Beneficence, das Prinzip, das auch der ärztlichen Fürsorge unterliegt. Und das haben wir tatsächlich auch ganz klar hier formuliert, tritt in dieser Frage der Priorisierung in den Hintergrund. Denn hier geht es nicht um die optimale Versorgung von Einzelnen oder von einigen, sondern es geht um sozusagen ausreichend gute Versorgung möglichst vieler. Das ist eine andere Sichtweise und deswegen tritt sozusagen dieses üblich sehr wirkungsmächtige Prinzip der Beneficence, der Wohltätigkeit, des Wohltuns, der ärztlichen Fürsorge etwas in den Hintergrund. Gerechtigkeit natürlich sozusagen ganz, ganz fundamental verstanden. Gleich ist gleich, ungleich ist ungleich behandeln. Um überhaupt diese grundlegende Figur zu begründen, dass jemand, der eben ein ganz anderes Risiko hat, dann auch eben anders behandelt werden darf. Also dass jemand, der um das 500-fache, und wir reden wirklich um solche Unterschiede, gerade mit Blick auf die allererste Gruppe der Priorisierten später, 500-fache oder noch höher fache Risiken im Vergleich zur sozusagen gesunden, jüngeren Bevölkerung, dass da dann auch eine ungleiche Behandlung stattfinden darf, nämlich dass diese Person dann eben bevorzugt wird. Und wir haben auch über die allgemeine sozusagen Rechtsgleichheit gesprochen, also dass eben auch irgendwelche diskriminierenden Kriterien keine Rolle spielen dürfen. Natürlich spielt die Solidarität eine Rolle, also auch diese Idee, dass es Menschen gibt, die für andere wiederum sich Risiken aussetzen und Risiken auf sich nehmen, etwa eben im Gesundheitswesen. Und dass wir den Blick wenden mit einer Priorisierung eben auf diejenigen, die die höchsten Risiken haben und die am verletzlichsten sind. Und das alles fließt, wenn Sie so wollen, im medizinisch-ethischen Kriterium der Dringlichkeit zusammen. Also wen muss man sozusagen am dringlichsten schützen? Und da stapeln sich die Prinzipien quasi übereinander. Also diejenigen, die das theoretisch interessiert, das ist fürs Überlebensgleichgewicht, war ein Lehrstück. Weil das sozusagen alles in dieselbe Richtung weist, mit Blick dann auch auf die Dringlichkeit. Erarbeitet haben wir daraus, und das überrascht niemand, denn das sind eigentlich auch recht klassische Ziele, aber die haben wir auch nochmal ethisch durchgewalkt, 4 Impfziele, bei denen das erste in unserer gegenwärtigen Situation der Pandemie, aber auch mit Blick auf diese Erkrankung überhaupt primär ist, also die Vermeidung schwerer Verläufe und Todesfälle. Aber auch 3 andere Impfziele, einmal den Schutz von Menschen, die sich besonderen Risiken gerade im Beruf aussetzen, nicht nur im Beruf, also auch die sozusagen anderweitig versorgen etwa, aber vor allem im Beruf, das ist die sogenannte berufliche Indikation, dann die Vermeidung von Übertragung und den Schutz gerade dort, wo es zu Superspreading-Events kommen kann, wo besonders verletzliche Menschen in besonders eng gepackten Kontexten sind. Also denken Sie an die Ausfälle in der Fleischindustrie zum Beispiel. Dieses Impfziel tritt im Moment noch zurück, weil das mit der Transmission eben einfach noch nicht in trockenen Tüchern ist. Das wissen wir eben immer noch nicht. Die Daten werden so im März erwartet, die ersten belastbaren, richtig guten. Und letztes, aber dennoch wichtiges Impfziel, die Erhaltung essentieller staatlicher Daseinsvorsorge und des öffentlichen Lebens. Und daraus ergibt sich, das wurde dann tatsächlich relativ einfach. Wir haben uns dann natürlich trotzdem um jedes Wort gestritten, aber so die grundlegenden Züge waren sehr schnell klar.
Menschen mit dem höchsten Risiko für schwere Erkrankungen und Todesfälle. Und das sind mit ganz, ganz großem Abstand die Menschen in Pflegeheimen und die Hochalten. Selbst die komplett fitten Hochalten, die über 80-Jährigen, haben einfach ein deutlich erhöhtes Risiko. Und dann gibt es Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, die auch ein solches Risiko haben. Aber die STIKO überarbeitet es, dazu komme ich gleich noch in zwei Sätzen, und dazu wird sicher eine Frage geben, das weiß ich jetzt schon. Das Risiko, das Alter schlägt sehr, sehr durch, deutlich stärker, als man denken würde, auch im Vergleich mit sozusagen klassischer medizinisch-klinisch krankheitsbedingten Risikofaktoren. Also das ist, da gibt es einfach eine sehr, sehr breite Evidenz, die die STIKO dann auch nachgewiesen hat. Das haben wir am Anfang noch gar nicht gemacht. Wir haben sozusagen das so als Rahmen aufgespannt, haben gesagt, die zweite Gruppe sind die Menschen im Gesundheitswesen. Verschiedenster Art und Weise, also nicht nur Ärztinnen und Ärzte und auch nicht nur Pflegende. Das können auch Menschen sein, die Reinigung auf der Intensivstation übernehmen zum Beispiel. Also einfach alle, die im Gesundheitswesen arbeiten und dabei selbst sich Risiken aussetzen und wiederum andere dann auch wieder Risiken aussetzen, wenn sie sie anstecken. Ne? Also Ausbrüche in Krankenhäusern sind absolut keine Seltenheit. Das ist dann, da passiert dann quasi beides. Und schließlich eben dann auch Menschen, die bestimmte essentielle Aufgaben für die Allgemeinheit übernehmen, aber natürlich nur die, die auch wiederum ein erhöhtes Risiko haben. Also nicht die ganze Polizei, sondern die Polizei, die wirklich, sagen wir mal jetzt, auf irgendwelchen Demonstrationen rumläuft. Und so gilt das eben für alle. Einzelhandel ist da ein Bereich. Also wer an der Kasse sitzt, hat ein erhöhtes Risiko. Aber natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und so weiter und so fort. Und das waren die drei Gruppen, die wir entwickelt haben. Da haben wir von Anfang an gesagt, wir haben das immer nur so exemplarisch, wie ich es jetzt auch gemacht habe, beschrieben und haben immer nur gesagt, das muss dann weiter unterlegt werden mit Evidenz und auch sozusagen mit feingranuliertere Gruppen. Das muss dann von der STIKO gemacht werden, weil die Evidenz hat, das können wir sozusagen, wir Ethiker nicht. Und das war auch nicht das Ziel dieses ersten Papiers, das waren die Leitplanken. Die STIKO hat das genommen, hat auf diesem Rahmen oder geleitet von diesem Rahmen die Empfehlung gemacht. Da haben sie dann 5 Gruppen ausbuchstabiert, erste Version publiziert, überarbeitet, zweite Version publiziert, überarbeitet. Jetzt ist die dritte gerade im Stellungnahmeverfahren, bis morgen, glaube ich. Und das Ganze ist, die erste ist direkt in eine Verordnung übersetzt worden, weil man einfach den Rechtsrahmen brauchte. Die Verordnung wird aber auch nochmal überarbeitet werden und die neuen Veränderungen in der STIKO, die einfach evident, so wie sie reinkommt, umarbeitet und neu einarbeitet in das Dokument, die wird auch überarbeitet. Das klappert sozusagen natürlich ein bisschen nach, aber das sind lebende Dokumente. Ganz klar, es ist nicht einmal in Stein gemeißelt, das war uns sehr wichtig, haben wir von Anfang an gesagt, das geht auf keinen Fall. Wir sind, wie gesagt, alle mal auf der Lernkurve und wir kriegen ständig neue Evidenz. Die Datenlage wird immer breiter und immer besser entsprechend auch. Das muss man dann eventuell nachjustieren und das passiert die ganze Zeit und wird noch weiter passieren. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Ich komme zum Schluss. Sehe schon, dass da Fragen eintickern und freue mich schon auf die Diskussion. Dennoch, wenn ich darf, kurze Conclusio. Das erlaube ich mir einfach anzunehmen und ist auch so ein bisschen die Beobachtung, auch wenn man jetzt eigentlich noch nicht wirklich sozusagen Learnings ableiten sollte. Ethische Analyse und Debatte, gerade wenn sie interdisziplinär ist, wenn sie wirklich auch sagen, mit der Empirie durchwalkt ist und auch die politische Realität, die Umsetzungsrealität in den Blick nimmt, kann Transparenz schaffen für die Begründung von Entscheidungen, für die Entscheidung selbst, kann die belastbarer machen, verständlicher machen und damit öffentliches Vertrauen schaffen. Das ist mit diesem Prioritätsrahmen tatsächlich gelungen. Der wurde sehr schnell in großen Umfragen sozusagen der Bevölkerung vorgelegt und über 90% der Menschen haben gesagt, ja, das macht irgendwie Sinn. Ne? Also so würde ich auch sagen, ja, die am meisten gefährdet sind, die sich selber am meisten gefährden und dabei wieder andere gefährden und die was machen, was ganz wichtig ist für uns alle und sich dabei auch gefährden. Das hat sich also sehr getroffen. Und das ist einfach relevant in der Krise, diese Art von belastbaren Entscheidungen. Wir haben ganz klar einen Theorie- und Praxis-Divide. Also wir reden eben nicht über die perfekte Theorie, sondern über die komplizierte Praxis. Und deswegen muss man auch dazu sagen,
mit der Ethik, und darüber reden wir wahrscheinlich gleich noch, kann man die Dinge gerechter machen, aber man wird sie niemals perfekt gerecht machen. Und das kann sehr frustrierend sein für die Theoretiker, die gern die ideale Theorie haben wollen, genauso wie für die Praktiker, die sagen, ja, Moment mal, jetzt Ethiker, sag uns mal hier, wie wir das hier perfekt ethisch hinkriegen. Ganz wichtig ist, dass man immer sagt, das werde ich nicht müde zu betonen, in meinen verschiedenen beratenden Rollen, die Verantwortung für die Entscheidung bleibt bei den Politikern und oder den Entscheidungsträgern, also auch was die Triage anbelangt, natürlich bei den Ärztinnen und Ärzten. Also da stehen nicht irgendwelche Ethiker, die sagen, das muss jetzt so oder so gemacht werden, sondern das bleibt bei denjenigen, die am Ende des Tages auch die Entscheidungsverantwortung haben. Wir haben ganz klare Herausforderungen, also die Umsetzungsfrage ist eine schwierige, der ethische Teufel liegt oft im Detail. Und die Granularität ethischer Empfehlung, das sehen Sie ja, die ist recht grob. Das ist nicht so feinkörnig, dass man das quasi in jedes Impfzentrum runtergebrochen kriegt, jedenfalls nicht initial. Wir sind da also auf einer ganz, ganz, ganz steilen Lernkurve, müssen ständig adjustieren, müssen lernen, müssen revidieren, müssen verbessern. Wir haben viel zu tun und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, liebe Alena, herzlichen Dank für deinen wirklich ganz tollen Vortrag. Ich sitze hier fasziniert vor meiner Kiste und habe dir aufmerksam zugehört. Ich habe schon mal ein bisschen die Fragen, ich kann dich gleich vorwarnen, es gibt viele, viele, viele Fragen. Ich habe mir die schon so ein bisschen angeguckt. Die meisten Fragen, das kannst du dir denken, gehen natürlich in Richtung Impfstoff und Verteilungsgerechtigkeit Impfstoff. Aber es gibt auch eine Frage zur Triage und ich kann dir nur als Ärztin beipflichten, Triage ist etwas Grausames. Ich war Gott sei Dank nur ein einziges Mal in meinem Leben vor so einer Situation gestanden und die ging dann Gott sei Dank gut aus. Ich war gerade dabei, eine Entbindung zu machen in der Nacht. Wir waren alle beschäftigt. Und der werdende Vater, der wurde ohnmächtig und ist mit dem Kopf auf so einen Eisenteil da gefallen und hat sich eine riesen Platzwunde zugezogen. Er war ohnmächtig, aber hat alles dann doch gut überstanden. Also da musste ich dann auch bei Mutter und Kind bleiben und konnte dem Vater in dem Moment nicht helfen. Aber es war kein gutes Gefühl. Und deswegen bin ich froh, es sieht ja auch so aus, Intensivstationen oder die behandelnden Patienten auf den Intensivstationen in Deutschland nehmen ja ab, Gott sei Dank. Also die Effekte des Lockdowns spüren wir auf den Intensivstationen und das ist, glaube ich, auch gut so. Es gibt eine Frage zu diesem Themenkomplex, die geht wie folgt. Gibt es Institutionen oder Ansprechpartner, an die sich Ärzte oder Krankenschwester und Pfleger wenden können, wenn sie seelische Probleme haben mit den getroffenen Entscheidungen? Ausgezeichnete Frage. Lass mich aber ganz kurz noch eben auf deinen Kommentar eingehen. Den finde ich ganz wichtig. Und das höre ich im Moment tatsächlich viel. Es ist nämlich so, dass die meisten erfahrenen Ärztinnen und Ärzte sagen, Elemente davon kenne ich. Ja. Ja, das ist schon fürchterlich in so einer Situation, wo es um den einen Ehemann geht, den du dann gerade nicht, weil du sozusagen mit den Händen irgendwie steril am Tisch bist und du kannst den dann nicht versorgen. Und deswegen stand Ärztinnen und Ärzten, glaube ich, ganz anders als der Allgemeinbevölkerung von Anfang an vor Augen, wie grässlich das wäre, wenn unser Gesundheitssystem genuin überlastet wäre. Viele Menschen, ich muss das jetzt einfach mal sagen, viele Menschen denken immer noch, diese ganze Covid-Geschichte, das betrifft nur die Covid-Patienten. Die Überlastung des Gesundheitssystems betrifft nur die Covid-Patienten. Das ist nicht so. Das betrifft dann alle, die ins Krankenhaus müssten, die eventuell nicht mehr versorgt werden können. Das ist allen Medizinern völlig klar, aber ich sage das sozusagen mal für die Menschen da draußen, weil das ein immer noch häufiges Missverständnis ist. Genau. Und Ärzte kennen das schon in Anführungszeichen harmloseren Variante. Und diese grässliche Variante wollen wir nicht sehen, aber wir mussten uns darauf vorbereiten. Das halte ich für sehr wichtig. Und jetzt die Frage, die finde ich, ist ganz ausgezeichnet, die ist auch mitbedacht worden. Also da würde ich einfach mal empfehlen, auf die Webseite der DIVI zu gehen. Es gibt es gibt verschiedene inzwischen, aber mindestens eine, die mir ganz gut bekannt ist, eine Empfehlung verschiedener auch sozusagen Fachgesellschaften, die sich mit der psychischen Gesundheit beschäftigen, die Empfehlungen formuliert hat für die psychische Resilienz, sage ich jetzt mal ungeschminkt,
in der Covid-Pandemie und auch ganz praxisorientierte Empfehlungen hat. Wir haben das am Rechts der Isar gleich umgesetzt. Also wir haben sozusagen für diesen schlimmsten Ernstfall direkt ein Beratungsangebot mit eingebaut. Das ist auch eine der Empfehlungen aus der Leitlinie der DIVI zur Triage, dass da steht, wenn sowas gemacht werden muss, brauchen diejenigen, die das machen, psychische Unterstützung, weil das einfach, das ist, da gibt es ein Fachbild, die kriegen Moral Distress, so heißt das. Die leiden daran, dass sie das machen müssen. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Und wir haben da einen Dienst, wir haben dann, da steht die Nummer direkt, da gibt es so ein Kaskadensystem, wir haben verschiedene Akteure bei uns am Rechts der Isar, die dann sozusagen einspringen und helfen würden und unterstützen würden. Gott sei Dank, wie gesagt, mussten wir das noch nicht antriggern. Und ich weiß das von vielen Häusern, dass die das auch gemacht haben und das auch in ihre Konzepte mit übernommen haben, dass man da dann eine psychische Unterstützung hätte. Ganz kurzer Werbeblock, liebe Marion, den musst du mir erlauben. Für die sozusagen nicht pandemische klinische Praxis gibt es ja auch an vielen Häusern inzwischen klinische Ethikkomitees. Wir haben auch eins am Rechts der Isar. Ist auch einfach eine gute Anlaufstelle. Ist keine psychische Beratungsstelle, aber ist was für Moral Distress zum Beispiel. Oder wenn man einfach sagt, wir haben hier eine ethisch komplexe Frage. Das kommt einfach in der Medizin immer mal wieder vor. Medizin ist ein ethisch aufgeladenes Fach. Da werden einfach sehr schwierige Entscheidungen zum Teil gefällt. Dann gibt es auch klinische Ethikkomitees. Aber das ist natürlich jetzt nicht eine psychische Unterstützung, sondern eine Unterstützung, sowas mal durchzudenken als Ressource für diejenigen, die diese Entscheidung treffen müssen. Ich meine, dass jemand verstirbt an Covid-19 ist schlimm genug, aber die da drumherum stehen und zuschauen müssen, für die ist das auch eine ganz extreme Belastung, was ich als Ärztin natürlich auch unterschreiben kann. Vielleicht auch noch den einen Satz. Es ist natürlich auch schon in dieser Leitlinie angelegt, dass sollte man diese fürchterliche Entscheidung treffen müssen, dass bestimmte Patienten nicht mehr beispielsweise intensivmedizinisch versorgt werden, dann heißt das natürlich nicht, dass man sie gar nicht mehr versorgen würde, sondern dann würde man zumindest das anbieten, was man anbieten kann an palliativmedizinischer Versorgung. Auch das ist alles angelegt und alles mit aufgenommen. Aber das ändert nichts daran, dass die sozusagen Situation fürchterlich wäre. So, jetzt geht es ausschließlich um die Impfstoffverteilung. Also, hier eine Frage, die ist noch relativ harmlos. Wie werden die Kriterien für die Priorisierung bei der Impfung untereinander gewichtet? Gibt es ein Scoring-System und die Gruppe mit dem höchsten Score wird priorisiert oder wie funktioniert das? Also für ethische Prinzipien kann es kein Scoring- oder Punktesystem geben. Die werden miteinander in einem relativ komplizierten Analyseprozess, der uns viel Zeit gekostet hat, den wir versucht haben in dieses kurze Papier, das ist übrigens alles online, also können Sie sich gerne zum Beispiel auf der Webseite des Deutschen Ethikrates anschauen und einfach mal lesen, was heißt das denn, wenn die sagt Solidarität, was heißt das denn, wenn die sagt Gerechtigkeit, steht da also alles ein bisschen klarer ausbuchstabiert. Die beschreiben sozusagen bestimmte Konstellationen, die sagen uns, wir müssen das Augenmerk auf Verletzlichkeit, auf Risiken und so weiter legen, aber quantifizieren nichts. Also da kommt nicht, da klackert nicht irgendwie sozusagen Score raus und der sagt einem dann schon genau, wie die Prioritätenliste aussehen muss. Da muss man dann die Evidenz dazu nehmen, die beschreibt, wie denn Risiken sind. Und das haben wir zusammengebracht. Das ist tatsächlich genuin. Ich bin da zu Hause. Ich arbeite schon lange so, dass man tatsächlich auch empirische Evidenz, also Studiendaten in dem Fall, Registerdaten, was man halt so hatte zu dem Zeitpunkt. Und das hat die STIKO in einem 80-seitigen Dokument sehr detailliert dargelegt. Wie gesagt, in der dritten Version inzwischen mit allen Referenzen. Und die schauen natürlich, dass sie eine hohe Qualität der Referenz nutzen, haben die im Prinzip die weltweite Literatur angeschaut dazu, wie die Verläufe sind bei bestimmten Gruppen. Wer ist denn jetzt besonders verletzlich? Ja, also Ethiker kann mir sagen, du musst auf die besonders Verletzlichen achten, aber dann brauchst du die STIKO, die dir sagt, wer für diesen konkreten Kontext besonders verletzlich ist. Und das verschiebt sich. Das ist das, was ich eben meinte. Das muss immer wieder adjustiert werden, genau, weil da die Evidenz sozusagen besser wird und sich zum Teil klärt und auch verbreitet. Ich gebe ein Beispiel. In der allerersten Version der STIKO-Empfehlung waren zum Beispiel Krebserkrankungen ein monolithischer Block in der Priorität nicht besonders weit oben.
weil im Schnitt die Daten, die man hatte, waren aber im Schnitt Daten über alle Krebserkrankungen, ergaben zwar ein erhöhtes Risiko, ganz klar, für Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen, aber bei weitem nicht so hoch wie das beispielsweise der Menschen über 80. Aber natürlich ist klar, dass in der Gruppe aller Krebserkrankten Menschen sind, jetzt was weiß ich, akut gerade in der Chemotherapie oder was weiß ich, irgendeine Krebserkrankung, die ganz klar korreliert, das ist ja medizinisch völlig klar, mit einem stark erhöhten Risiko. Genau, aber du hast völlig recht, die Wissenschaft braucht ja auch ein bisschen Zeit, um die Daten zu generieren. Und das weiß man in der Zwischenzeit, dass Krebspatienten, die akut unter Therapie sind, also Chemotherapie, Strahlentherapie, definitiv ein sehr, sehr hohes Risiko haben in Analogie zu hochbetagten Menschen. So, und jetzt ist, wenn ich das kurz einwerfen darf, jetzt war das in der ersten Version so nicht drin. Und da haben die Leute ganz zu Recht gesagt, Moment mal, das passt ja zu den ethischen Prinzipien, die mit den höchsten Risiken sollen als erste geimpft werden, überhaupt nicht. Warum sind die so weit unten? Und die STIKO hat jetzt differenziert das immer weiter aus und da gibt es jetzt, als erstes gab es eine Öffnungsklausel, dass Ärztinnen und Ärzte sozusagen hätten sagen können, also Entschuldigung, hier ist medizinisch ganz klar, diese Patientin, dieser Patient muss eine höhere Priorität haben, analog zu beispielsweise eben jemandem über 80. Ne? Oder Menschen mit Down-Syndrom hatten von vornherein eine ganz, ganz hohe Priorität, weil da sehr belastbares Material war, dass die ganz, ganz schnell versterben an dieser Erkrankung. Aber das wurde nachjustiert und jetzt gibt es zusätzlich, jetzt plaudere ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, darf ich eigentlich nicht, deswegen muss ich das jetzt vorsichtig formulieren, eine weitere Entwicklung in der nächsten Version der STIKO-Empfehlung, die das noch besser und präziser und noch belastbarer fasst. Ist auch sicher und das ist das, was ich meinte mit Adjustierung und kontinuierlicher Verbesserung, um immer um diese ethischen Prinzipien auch wirklich evidenzbasiert dann auch präzise umzusetzen. Denn das meinte ich mit der Granularität. Ethik ist nicht granular genug, um mir das zu sagen. Dafür brauche ich die Evidenz, aber ich brauche eben beides. Und das gelingt jetzt immer besser, je mehr diese Empfehlung überarbeitet wird. Gut, dann kommt jetzt eine Frage, die milder ich mal ein bisschen ab und mache sie mal salonfähig. Kann es sein, dass die Entscheidungsträger, also diejenigen, die entscheiden, wer geimpft wird, hier ihre eigenen Interessen ins Spiel bringen? Und wenn ja, wie lässt sich das vermeiden? Also, sagen wir mal so, wir hatten vom Ethikrat 4 Leute dahin geschickt und wir hatten ja eine Abordnung, weil das war eine gemeinsame Arbeitsgruppe. Und alle 4 kriegen, mich eingeschlossen im Übrigen, kriegen frühestens was im, also ich rechne im Moment mit September oder so. Ja, also das weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich sehr viel früher. Das hängt davon ab, wie viel Impfstoff da ist. Aber ich bin außerhalb sozusagen irgendeiner erhöhten ersten oder zweiten und ich glaube auch dritten Priorität. Also wir haben uns da, das kann man einfach daran sehen, dass man nicht hineingeschrieben hat Kriterien, die jetzt gerade die Entscheidungsträger bevorzugt hätten. Das ist ein verständlicher Vorwurf, aber ich glaube, da gibt es andere Orte auf der Welt, wo ich das anders höre. Also ich sage das jetzt sehr, sehr ungeschminkt. In den USA ist das so, dass mir meine Kolleginnen und Kollegen aus der Medizinethik berichten, da gibt es auch ganz wunderbare solche Frameworks, aber das ist wird auf Staatenebene geregelt und ist zum Teil ganz ungeregelt. Und da ist das vielleicht nicht immer so, dass die Prinzipien sozusagen wirklich nicht eigeninteressiert waren. Also ich vertrete das mit voller Emphase, dass wir das in keiner Weise eigeninteressiert gemacht haben, sondern das ist wirklich belastbar. Schauen Sie es an. Es ist alles online. Es ist alles, man kann sich alles ganz genau angucken. Ich verstehe, dass man da ein Misstrauen hat und denkt, die schieben sich das doch irgendwie zu oder weil es ist so ein kostbares Gut und alle wollen es jetzt wirklich so schnell wie möglich haben. Und ich verstehe auch die Ungeduld und ich verstehe auch, uns und der STIKO und allen, ich kriege hunderte von Zuschriften nach wie vor jeden Tag. Die ganzen, viele, viele Fachgesellschaften, Patientenorganisationen haben alle gesagt, warum sind wir nicht höher? Ja, hat man auch in der Öffentlichkeit gesehen, Lehrerverbände, warum sind wir nicht höher? Polizist, warum sind wir nicht höher? Postbote, warum sind wir nicht höher? Und wir haben immer nur sagen können,
Also, schau, wir haben das auf der besten Evidenz gemacht, nach diesen ethischen Kriterien. Ihr seid ja in der Priorität. Also ihr seid höher als ich jetzt zum Beispiel oder andere aus der Allgemeinbevölkerung. Ich bin auch sozusagen, ich gehöre in eine der Prioritätsgruppen. Aber sagen wir mal, ich bin jung und gesund und so weiter, deswegen stehe ich relativ weit hinten. Und da gibt es viele, die stehen höher als ich und höher als sozusagen die durchschnittliche, gesunde, jüngere Allgemeinbevölkerung. Aber wenn ihr noch höher wollt, muss eine andere Gruppe wieder tiefer. Und sagt mir, wer? Denn das ist ein Nullsummenspiel. Und man muss, und das ist die Aufgabe der Ethik, den Blick wenden von Partikularinteressen und versuchen, alle Interessen so gerecht wie möglich zu berücksichtigen. Und das war eine ganz schwere Phase, als alle gesagt haben, wir wollen höher, wir wollen höher, wir wollen höher. Und die STIKO, das muss ich wirklich sagen, Respekt, hat gesagt, wir gucken nach der Evidenz. Denn die einzelnen Gruppen überschätzen ihr eigenes Risiko oft. Und auch das Individuum überschätzt das eigene Risiko oft. Das ist völlig normal. Aber das darf natürlich einen nicht treiben dann und sagen, naja, weil du mir das jetzt so hier schreibst, schieben wir dich mal höher. Sondern das muss natürlich weiter auf diesen belastbaren Prinzipien beruhen und auf einer guten Evidenz. Und jetzt wird es immer fein ziselierter, sodass bestimmte Probleme, die auch gerechtfertigt von den Fachgesellschaften, von den Patientenorganisationen und auch von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern vorgebracht wurden, da wird nachgebessert. Also das war ganz wichtig, so war es auch gedacht. Ja, wir fangen an und machen es so gut wir können und dann versuchen wir es immer besser zu machen. Und jetzt hoffe ich insgesamt, dass wir einen Prozess haben, der gerecht ist. Insgesamt und die Vorgaben werden noch besser werden. Also ich bin da zuversichtlich und ich glaube, insgesamt ist das etwas, was man sehr, sehr gut vertreten kann. Es gibt wirklich viele Länder, die uns darum beneiden, denn diese Probleme gibt es im Moment überall und da gibt es ganz andere Zustände, wenn ich das mal so sagen darf, so ungeschminkt. Noch eine Frage, so die in die ähnliche Richtung geht. Warum werden Vertreter der Politik als Erste geimpft? In den Online-Medien gibt es immer wieder Meldungen vom Mittelbau von EU-Beamten, die bereits im Dezember, Januar geimpft worden sind, obwohl sie nichts mit der medizinischen Versorgung zu tun haben. Nicht in Deutschland. Die sind in keiner Weise, Politiker sind, gehören zu bestimmten, nicht alle, aber bestimmt zum Beispiel Mitglieder des Bundestages, Mitglieder der Bundesregierung und einzelne Beamte an bestimmten Stellen gehören zu diesen sozusagen essentiellen Gruppen und sind deswegen in einer der Prioritätsgruppen, aber in einer niedrigen, nicht etwa in der ersten oder in der zweiten, nach STIKO-Empfehlung auch nicht in der dritten. Aber in Deutschland, deswegen können wir nicht das machen, was zum Beispiel viele Länder machen, wo mal sich öffentlichkeitswirksam Kamala Harris impfen lässt. Die ist für uns einfach zu jung und zu gesund. Wäre weiter unten. Wenn überhaupt, wären es sehr alte Politikerinnen und Politiker, die das hätten öffentlichkeitswirksam machen können. Und deswegen ist das nicht passiert. Also im Moment wirklich nur diejenigen über 80, muss man ganz klar sagen. Das ist etwas, was bei uns, wenn es da Berichte gibt, dann muss man erstens in der heutigen Zeit immer sehr genau hingucken, ob man es da nicht mit Fake News zu tun hat, weil es wird irrsinnig viel Quatsch erzählt über alles, was mit der Impfung zu tun hat. Es gibt aber, das weiß ich, Einzelfälle aus dem Ausland, die sind mir bekannt, ich sage nur Bürgermeister. Das haben vielleicht einige mitgekriegt, in Österreich eine ganz intensive Diskussion. Es hat Fälle gegeben, wo tatsächlich und auch in anderen Ländern hat es das wohl gegeben, wo sich einzelne Menschen tatsächlich vorgedrängt haben. Und das darf nicht sein. Das ist in manchen Fällen, also man muss sich an diese Priorisierung halten, aber zwei Dinge. Im Gesundheitswesen sind beispielsweise sehr viel mehr Menschen erfasst als außerhalb. Also da kann es auch mal eben eine Reinigungskraft sein oder eine Sekretärin, die zum Beispiel im Patientenkontakt ist. Das klingt natürlich nach außen hin total wild. Die impfen da sozusagen irgendwie Reinigungskräfte und Sekretärin. Was soll das denn? Das hat doch nichts mit der Versorgung. Doch hat es mit der Versorgung kranker Menschen zu tun. Auch die setzen sich am Risiko aus. Steht auch in der STIKO-Empfehlung tatsächlich drin, gibt sogar Daten zu. Das ist das eine. Das andere ist, dass es manchmal vorgekommen ist, und da müssen wir noch besser werden, dass
nicht wirklich in sozusagen in Krankenhauskontexten, aber beispielsweise bei den mobilen Impfteams, gerade auch am Anfang, als man erstmal kennenlernen musste, wie das alles läuft mit dem Impfen, mit diesen 5 Dosen oder 6 Dosen und das ist ja so kalt alles und das muss man ja alles irgendwie aufwendig darreichen, dass da Impfstoff übrig geblieben ist. Weil einzelne Patientinnen und Patienten beispielsweise oder Bewohnerinnen und Bewohner gesagt haben, sie wollen ihn nicht oder nicht an diesem Tag oder sie konnten nicht einwilligen, brauchen ja eine Einwilligung. Ist auch da, im Zweifel braucht man dann einen Betreuer, der die stellvertretende Einwilligung macht. Oder auch beim Personal gab es Zurückhaltung. Das ist zwar viel weniger, als das diskutiert wird. Also die Impfraten sind sehr gut insgesamt, auch gerade in der Altenpflege. Aber es gibt Kolleginnen und Kollegen in der Altenpflege, die gesagt haben, ich will das erstmal noch nicht. Und dann muss man schauen, dass man diesen Impfstoff verimpft. Denn der wird sozusagen schlecht. Und dann würde das ethisch Schlimmste passieren, dass er gar nicht verimpft wird. Und da ist am Anfang, das will ich auch offen gestehen, das sind so Sachen, Implementierung, der Teufel liegt im Detail. Da ist am Anfang, gab es einfach keinen Prozess dafür. Inzwischen bilden einzelne Bundesländerkommissionen, auch Bayern. Gestern gerade der Holicek in einer gemeinsamen Veranstaltung hat gesagt, Bayern richtet jetzt dafür spezifisch dafür eine Kommission ein, einmal für so Härtefälle und auch dafür, dass man einen Prozess entwickelt, noch besseren Prozess, das ist jetzt informell an vielen Stellen sowieso schon passiert, dass man dann eben nochmal irgendwie Gruppen anruft, bei denen man weiß, die sind in einer höheren Priorität und die dann impft, dass man nicht einfach sozusagen impft, wer gerade da ist. Und da hat es einige Fälle aber gegeben, jedenfalls im Ausland ist mir das bekannt und gegebenenfalls auch in Deutschland, wo dann Leute geimpft wurden, die wirklich nicht in den höchsten Prioritätsrängen sind. Muss ich aber sagen, bevor ich es wegschmeiße, ist das besser. Jeder Impfstoff muss in einen Arm. Das Zeug ist so rar und wir lernen und wissen ja gerade, wie rar und wie schwierig das ist mit diesen Produktionskapazitäten und Lieferketten und Verhandlungen. Und was weiß ich nicht alles, das ist sehr, sehr wichtig. Jede Dosis muss verimpft werden. Und aus praktischen Gründen kann es sozusagen in Einzelfällen mal sein, dass man sich dann nicht an die Prioritätsregeln hält. Man sollte es aber immer tun, wirklich so gut es geht und sich darum auch sehr bemühen. Du hast gerade ein Stichwort genannt, Lieferketten. Hier gibt es eine Frage. Ich würde fast sagen, das ist so ein bisschen ein wirtschaftsethisches Thema. Wäre es uns nicht eine Hilfe, über die Denkweise der Verteilung hinaus in Begriffen von Zuordnung, Wachstum und Generierung beziehungsweise unternehmerisch zu denken? Risikoinvestitionen mit vielen Milliarden Euro der EU in den Aufbau von Lieferketten und Produktionsstätten möglichst frühzeitig würden Tausende von Leben retten und wären erheblich preisgünstiger als ein lang andauernder Lockdown. Fehlt hier das ethisch-ökonomische Denken? Also das ist wie alle anderen Fragen im Übrigen auch, die ich gar nicht schlimm finde. Das sind genau die Fragen, die ich immer kriege. Ich finde das gute und wichtige und richtige und zutreffende Fragen. Aber das ist auch eine ganz besonders gute Frage. Ich glaube, die Antwort darauf... War eigentlich ganz kurz eine Frage, waren bei euch in den Gremien auch Unternehmensvertreter dabei? Na, bei der Priorisierung, bei der Verteilung der Impfstoff bei dem Thema nicht. Das ist auch keine wirtschaftsethische Frage. Aber jetzt kommt natürlich die Frage auf, wer hat denn da mitverhandelt? Und wer hat denn da zu welchem Zeitpunkt mal gesagt, nimmt hier mal lieber mehr Geld in die Hand? Das ist ja im Moment eine offene Frage. An welchen Stellen hat es da geknirscht? War die EU zu zurück, das kann ich auch überhaupt nicht übersehen, damit hatten wir nichts zu tun, aber natürlich verfolge ich die Debatte. Jetzt AstraZeneca hat jetzt gerade gesagt, Moment mal, wir haben mit der EU halt 3 Monate später den Vertrag gemacht, na eh klar, dass dann erstmal die Briten das kriegen, die schon 3 Monate früher irgendwie die Tinte getrocknet haben, oder Israel, die vermutlich mindestens das Doppelte bezahlt haben für BioNTech und Moderna. Hätte man da an... Ich finde solche Diskussionen ein bisschen schwierig, will ich offen sagen, weil hätte Fahrradkette, wie es so schön heißt. Mit dem Wissen von heute liegt es auf der Hand. Aber bis vor 6 bis 8 Wochen habe ich quasi die Hälfte meiner Zeit damit verbracht, den Leuten zu erklären, dass dieser Impfstoff sicher ist und dass sie keine Angst haben. Und also da ging es um ganz, ganz andere Themen und ganz viel Zurückhaltung. Die Impfbereitschaft, die jetzt wieder hochgeschossen ist, das war auch immer zu erwarten.
aber die Impfbereitschaft ging total runter in den Befragungsdaten. Also es ist ein bisschen gemein, wenn man jetzt im Nachhinein sagt, das, und ich weiß, der oder die Fragende hat das so nicht formuliert, aber ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt, das hätte man alles irgendwie wissen müssen, hätte man nicht, aber das ist sicher nicht optimal gelaufen. Und ich finde das eine ganz berechtigte Frage, ob man nicht sehr viel früher diese tatsächlich letztlich wirtschaftsethische Frage hätte in den Vordergrund stellen müssen. Wir sparen jetzt nicht, wir klotzen jetzt. Auch wenn das Risiko ist, das muss man ja immer noch sagen, auch wenn das Risiko eigentlich bis November, man muss fair bleiben, sowas kann in der Phase 3 noch in die Hose gehen. Und wir sehen bei Sanofi, dass auch ganz vielversprechende Impfstoffe, von denen alle am Anfang dachten, die sind als erste am Markt, am Ende des Jahres, dieses Jahres, wenn überhaupt. Also das war wirklich nicht ganz klar, dass wir überhaupt einen Impfstoff haben würden. Aber man hätte wahrscheinlich im Sommer einfach sagen können, diese Pandemie ist so schrecklich, das wird egal, also selbst wenn wir da das Doppelte oder Dreifache von dem, was wir es in die Hand genommen haben, in die Hand nehmen, ist das immer noch sozusagen billiger und letztlich auch ethischer, weil man dann natürlich Menschenleben, es geht nicht nur um das Geld, es geht ja auch um den Schutz der Menschen. Das wäre wahrscheinlich ein besseres Outcome gewesen. Also, aber das ist, wie gesagt, im Nachhinein ganz, ganz schwierig. Deswegen würde ich das nicht als Vorwurf formulieren, sondern wirklich als ein Learning, dass wir für alle solchen zukünftigen Prozesse da einfach ein bisschen härter hingucken und diese Art von wirtschaftsethischen Überlegungen stärker in den Vordergrund stellen. Ja, also wahrscheinlich hätte man die Unternehmen auch früher in die Pflicht nehmen müssen, die Impfstoffe entwickelt haben und sagen, Freunde, hört mal her. Genau, also ich war ja auch mal hier im Vorsitzenden der Bioethikkommission der Bayerischen Staatsregierung und da war immer ein Unternehmer der Industrie, der Pharmaindustrie dabei. Also so viel dazu. Vielleicht sollte sich der Deutsche Ethikrat sowas auch noch leisten. Achso, ich möchte nur noch mal sagen, dass wir als Ethikrat mit diesen Verhandlungen wirklich nichts zu tun haben, damit da nicht Nein, das... Nein, aber dass man aber das euch in die Kommission einen Unternehmensvertreter reinnimmt und die Unternehmen auch in die ethische Verantwortung mit einbindet, das fände ich eigentlich eine ganz gute Idee, was man ja vielleicht aus der Provinz Bayern auch in die deutsche Hauptstadt tragen kann. Ich werde es denen, die uns berufen, beziehungsweise die den nächsten berufen, dem Bundestag und der Bundesregierung, gerne übermitteln. Ja, also ich finde, ja, das hat sich bewährt. Also Herr Stoiber hatte da eine gute Idee. Und ja, gut. Okay, also eine weitere Frage. Die Fragestellung über die Verteilung des Impfstoffes bezieht sich auf die deutsche Bevölkerung. Werden im Ethikrat auch die Aspekte der Distribution an wirtschaftlich benachteiligte Länder innerhalb und außerhalb der EU behandelt? Auch eine ganz wichtige Frage, finde ich. Ganz wichtige Frage, falte ich gern zusammen mit einer, die hier sich im Chat auch noch durchgemogelt hat, nämlich der Frage des öffentlichen Gutes. Also erstens ist das etwas, was tatsächlich mit viel öffentlichem Aufwand geschaffen wurde, aber auch zugleich nicht nur Geld, sondern ja sehr viel Studienteilnehmern, die teilgenommen haben. Und die waren auf der ganzen Welt verteilt und zum Teil eben auch in nicht reichen Staaten oder in Schwellenländern. Also Brasilien ist so ein Beispiel. Die hatten ja eine Wahnsinnswelle und man musste ja diese Studien machen dort, wo wirklich hohe Inzidenz ist, um das überhaupt überprüfen zu können. Da war klar, in Deutschland geht da nicht so wahnsinnig viel. Wir haben zwar auch Studien gehabt, aber da ist sozusagen auf der ganzen Welt, in Südafrika sind viele Studien gelaufen. Also das ist ein globales Gut, wenn man so will. Nicht nur öffentlich, auch da haben schon auch Unternehmen sehr investiert und auch auf sehr viel Risiko tatsächlich vorproduziert, auch wenn wir jetzt sehen, dass das offensichtlich vielleicht nicht so viel war, wie sie versprochen und behauptet haben. Aber jedenfalls haben sie schon auch ordentlich Risiko genommen und Sanofi hat sicherlich nicht gejubelt. Deren Bilanz wird davon schon empfindlich betroffen sein, dass das jetzt nicht geklappt hat. Und ich meine, Merck hat sich gerade ganz zurückgezogen und so. Also das war ein echtes Risiko. Das finde ich wichtig, dass man das auch mal skizziert. Also das war Public-Private sozusagen, um das mal so zu formulieren. Aber deswegen ist ganz klar, weil so viel nicht nur finanzielle, sondern auch personelles Beitun dabei war aus den Gesellschaften,
kann das nicht einfach wie ein ganz reines marktwirtschaftliches Gut behandelt werden, sondern muss eben wie so ein gemischt privat-öffentliches Gut behandelt werden. Und dazu gehört auch, dass man anerkennt, dass das etwas ist, was wir nicht nur national betrachten dürfen. Die Frage war, ob wir das in den Blick genommen haben, und da sage ich ganz offen, für dieses Papier nicht, aber wir haben es im Ethikrat intensiv diskutiert. Wir haben gesagt, das ist nicht der Auftrag gewesen. Wir sind ja, wie gesagt, wir sind ein ehrenamtliches Gremium. Also die liebe Marion hat das ja erwähnt. Ich leite noch so ein Institut und habe ja noch sozusagen einen Tagesjob. Das ist ja ein Nebenjob und für alle Mitglieder des Ethikrats. Und deswegen müssen wir schon auswählen, was wir dann machen können. Und in diesem Fall haben wir gesagt, wir machen jetzt diesen Auftrag, den wir haben, für Deutschland eine möglichst gerechte Verteilung, aber machen nicht das noch für die ganze Welt, aber haben es natürlich trotzdem diskutiert, weil es ein intensiv ethisches Thema ist. Es ist ganz klar, das fällt uns voll auf die Füße, wenn wir da jetzt sagen, wenn sich nur die reichen Länder impfen und in den anderen Ländern noch 2-3 Jahre die Pandemie weiterrollt, da kommen Mutanten, vor denen da will ich überhaupt nicht drüber nachdenken, was da entstehen kann, wenn die Inzidenzzahlen da hoch sind. Wir sitzen gemeinsam in diesem Boot. Das ist global solidarisch herausfordernd für uns alle. Ja. Das Dilemma, und das sind die letzten 2 Sätze, die ich dazu sage, denn ich habe da keine Antwort. Also ich finde das ganz wichtig, dass Deutschland sich an COVAX und solchen globalen Initiativen beteiligt. Aber man muss ganz klar sagen, da kommt nicht viel an. Ich hatte gestern die Gelegenheit, bei einem inzwischen neben dem Chef der Médecins Sans Frontières, also die Ärzte ohne Grenzen, zu sitzen, Tankred Stöwe, der ganz klar gesagt hat, also alle haben gesagt, ja, COVAX und wir machen das alles und ganz wichtig, aber de facto kommen die Dosen da nicht an. Das ist winzig im Vergleich zu dem, was sich die EU gesichert hat und andere Länder, muss man gar nicht drüber sprechen. Und das Problem dabei ist, das möchte ich hier nur mal hinwerfen und ich habe dafür keine Lösung, Nationalstaaten haben, und Deutschland hat das qua Verfassung, verfassungsgemäßen Auftrag, ihre eigenen Bevölkerungen in den Vordergrund zu stellen und zu schützen. Und nicht die ganze Welt. Unsere Regierung muss, das ist dem deutschen Volk verpflichtet, ich sage es jetzt mal so, das ist tatsächlich, steht in unserer Verfassung so drin, und nicht allen anderen. Und das bedingt, dass zunächst mal alle unsere Prinzipien, sowohl die ethischen als auch dann, Entschuldigung, sowohl die rechtlichen als auch die verfassungsmäßigen, als auch letztlich viele ethische Prinzipien doch auf den nationalen Kontext gucken und sagen, ja, ich kann das doch jetzt nicht meinen eigenen Leuten wegnehmen, wenn ich nicht genug habe für die. Ich kriege ja noch nicht mal irgendwie genug, um alle in den Altenheimen und alle, die sie versorgen und die über 80-Jährigen und die in der ersten Prioritätsgruppe zu impfen, da kann ich doch jetzt nicht darüber nachdenken, dass ich davon noch was wegnehme. Ich sage das deshalb, weil das keine triviale Frage ist. Das ist immer so einfach zu sagen, wir müssen das global machen. Das ist da muss man sich wirklich in die Situation derer versetzen, die das dann im Nationalstaat entscheiden müssen. Was nehmen wir denn der eigenen Bevölkerung weg? Und das funktioniert so definitiv nicht. Also man kann nicht vom Kontingent für Deutschland sagen, wir nehmen jetzt vom Kontingent für Deutschland was weg und schicken das in ein anderes Land, sondern da muss man sagen, wir müssen zusätzlich Geld in die Hand nehmen, es müssen zusätzliche Kapazitäten so schnell wie möglich aufgebaut werden, was ja auch passiert im Moment. Und da müssen wir uns verpflichten, dass da viele Anteile in ärmere Regionen der Welt gehen. Und natürlich muss alles, was man sich sozusagen leisten kann, sobald man genug hat, wir haben ja überbestellt massiv, auch sofort ganz, ganz billig oder am besten umsonst weitergegeben werden. Aber das ist keine perfekte Lösung und ich habe dafür auch echt nicht die und viele andere kluge Leute auch nicht die Antwort, wie man dieses Dilemma löst. Und ich bin heilfroh, dass wir wenigstens in der EU gesagt haben, wir machen das zusammen und kämpfen nicht noch in der EU sozusagen mit Einzelstaatstreitigkeiten und Nationalismen da. Aber das sieht ganz schlecht aus in den ärmeren Teilen der Welt, macht mir ganz große Sorgen und ich habe da auch kein Patentrezept, ehrlich sagen. Hier noch eine Frage, die ein anderes Land betrifft. Indonesien fährt eine eigene Corona-Strategie und impft zuerst junge Menschen. Priorisiert werden hier die 18- bis 59-Jährigen. Was halten Sie von diesem Vorgehen? Oh, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Bin ich vorsichtig? Ich halte das für Quatsch.
noch, es gibt ja überhaupt noch nicht also die Idee dahinter, die wurde bei uns natürlich auch diskutiert, die haben wir auch rauf und runter diskutiert, ist natürlich, dass man sagt, man impft die mit den vielen Kontakten, um möglichst starken Effekt auf die Pandemie zu haben. Das ist ein total nachvollziehbarer Gedanke. Das mal vorweg. Ja, also die Idee dahinter ist sehr sinnvoll. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn tatsächlich sichergestellt ist, dass die mit den vielen Kontakten, die dann geimpft sind, nicht weiter Leute anstecken können. Und das ist noch nicht sicher. Es ist wahrscheinlich schon so, dass die Infektiosität runtergeht, rein medizinisch. Ja, das ist irgendwie, kann man sich schon denken. Aber es ist leider auch so, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen, die an Impfstoffentwicklung arbeiten, mit denen ich ja doch inzwischen recht viel zu tun habe, mir sagen, also das wird jetzt nicht perfekt sein, ja, und so ganz sicher wird das auch nicht sein. Das wird eine Unterdrückung, aber wir können ja auch noch nicht sagen, ob die jetzt bei 30 oder bei 70% liegt zum Beispiel. Also solange man das nicht weiß, lässt man diejenigen, die ein wirklich tausendfach im Vergleich zu einem 18-Jährigen, haben Menschen, ein 80-Jähriger im Pfleger, haben tausendfach oder noch mehr erhöhtes Risiko zu sterben, die lässt man dann ungeschützt und sagt, wir geben das jetzt trotzdem mal den Jungen so auf die Erwartung hin, dass die Transmission dann da doch unterdrückt wird und das für die insgesamt pandemische Lage einen positiven Effekt hat. Und das können wir in Deutschland nicht machen. Das geht einfach nicht. Weil wir sagen, bei uns Prinzip der Schadensvermeidung, ja, Todesfälle und schwere Verläufe vermeiden und nicht nur Pandemie in den Griff bringen. Der Punkt ist, dass das letztlich beides gleichzeitig tut. Es hat nicht sofort einen epidemiologischen Effekt, den sehen wir jetzt aber in Israel schon, die ja die Alten auch als erstes geimpft haben, runtergeimpft haben und die sehen jetzt schon die ersten epidemiologischen Effekte insofern, als Mortalität, Morbidität ganz klar runtergeht in diesen Gruppen und das heißt, das Gesundheitswesen entspannt sich. Ganz genau. Und das ist das, was wir brauchen. Innerhalb von einem Monat 33%. Spektakulär. Megadaten, die ich heute auch auf meinen sozialen Kanälen gepostet habe. Also da sieht man, dass das hoch effektiv ist, weil ja leider 80% aller Verstorbenen über 70 Jahre alt sind. Und das, wenn ich das noch sagen darf, hat natürlich einen Effekt auf die Pandemie. Denn die Lockdowns sind ja nicht begründet darüber, also ich meine, es könnte, die sind verhältnismäßig deswegen, weil eine Institution gefährdet ist, die die gesamte Bevölkerung betrifft, nämlich unser Gesundheitssystem. Deswegen sagen auch die Verfassungsrechtler alle, diese knallharten Lockdowns, die wir ja schon erlebt haben und noch erleben, diese Grundrechtseingriffe sind verhältnismäßig in der Situation, in der das Gesundheitssystem wirklich gefährdet ist. Und das ist so. Wir pfeifen ja immer noch. Also wir sind ja noch auf einem super hohen Niveau, was das anbelangt. Wenn aber die Krankheitsbelastung tatsächlich deutlich, und ich lasse jetzt mal Mutanten und sowas weg, die eventuell auf die Jüngeren gehen, darüber will man ja gar nicht nachdenken, oder die tödlicher sind, darüber will man auch nicht nachdenken. Also bleiben wir mal sozusagen noch beim Standardfall. Wenn die, wie wir das in Israel, im Übrigen trotz britischer Mutante, die da schon sehr verbreitet ist, sehen, dass wirklich Mortalität und Morbidität der am stärksten Betroffenen abnehmen wegen der Impfung, dann kann man sich natürlich sozusagen insgesamt auf Dauer mehr Inzidenz leisten, solange die in den Gruppen bleibt, die Junge sind. Was nur nicht passieren darf, ist, dass es dann so viele werden wiederum, dass man es einfach durchrauschen lässt, dass dann auch, weil auch bei den Jungen gibt es Betroffene, allerdings zu einem geringeren Prozentsatz, nur wenn das so wahnsinnig viele sind, dass dieser kleine Prozentsatz ausreicht, dass wieder die Intensivstationen komplett überlaufen, dann ist es dasselbe Problem in Grün, nur in den jüngeren Gruppen. Das heißt, das muss man sehr vorsichtig machen und schrittweise und nicht sozusagen unüberlegt, aber ganz klar hat natürlich die Impfung, deswegen machen wir das ja, letztlich einen pandemiebeendenden Effekt. Und deswegen muss ich sagen, das, was in Indonesien läuft, das verstehe ich nicht. Vielleicht, die haben nicht so eine alte Bevölkerung, nehme ich an, und die werden auch. Die Lebenserwartung ist sehr viel geringer. Das ist einfach, das ist aber. Wir haben nicht so viele Hochbetagte. In Deutschland wäre das wirklich nicht denkbar und macht auch sonst meines Wissens kein Land, das eine ähnliche Bevölkerungsstruktur hat, wie wir sie haben. Ja. Okay, eine weitere Frage. Sind Sie zufrieden mit der Kommunikation der Bundesregierung bezüglich der Maßnahmen, auch insbesondere der Impfpläne und Impfverteilung? Hätten Sie es anders an die Bevölkerung getragen, um vielleicht eine höhere Zustimmung zu erhalten? Also erstens, die Zustimmung ist ziemlich gut und wird immer besser.
Das muss man auch mal sagen. Es gibt aber jetzt natürlich viel Frust darüber. Ja, die Terminvergabe ist schwierig. Die Älteren, die da irgendwie online ran. Also da muss ich sagen, da ist noch Luft nach oben. Muss man ganz klar sagen, liebe Bundesländer. Ja. Nachbessern. Aber die Frage war zur Kommunikation. Deswegen antworte ich da. Zu den Maßnahmen insgesamt, finde ich, ist sehr viel Luft nach oben noch, was die Kommunikation anbelangt. Ich finde, dass das immer sozusagen in den Bundespressekonferenzen alles gut erklärt wird, aber das reicht nicht. Das muss aus meiner Sicht viel stärker Radio, also das, was auch die Menschen erreicht, Radio, Fernsehen, soziale Netzwerke geht sogar. Also das BMG zum Beispiel hat ausgezeichnete Social Media Auftritt, muss man wirklich sagen. Aber ansonsten werden die Menschen da aus meiner Sicht nicht genug erreicht und da muss auch noch mehr erklärt werden, da muss mehr begründet werden. Also da ist Luft nach oben. Was das Impfen anbelangt, gibt es viel tolles Material. Also da hat das Robert-Koch-Institut, die haben inzwischen einen super YouTube-Kanal. Die haben auch so RKI for You, also für jüngere Gruppen. Da gibt es tolle Videos, da gibt es so Leaflets und so weiter, die das alles ganz super erklären, ganz verständlich. Das finde ich tatsächlich eher gelungen. Und ich meine, ich mache das ja teilweise auch. Also ich sehe mich da selber in der Pflicht. Deswegen halte ich im Moment ganz, ganz viele Vorträge. Ich bin ständig in irgendwelchen eine Stunde WDR2 und die Hörer dürfen anrufen und so. Ich sehe das als Teil der Aufgabe der Ethikratsvorsitzenden. Ist auch eine gesetzliche Aufgabe. Tatsächlich unser Gesetz sagt das, dass wir auch die Öffentlichkeit informieren sollen. Also ich mache das selber auch viel und viele andere machen das auch. Aber bei sowas ist immer Luft nach oben. Und deswegen möchte ich das mal wenden und alle hier, die jetzt zuhören, denn hier sind wahrscheinlich auch viele dabei, die selbst auch im Gesundheitswesen sind. Wir wissen, gerade die Menschen im Gesundheitswesen haben eine ganz hohe Vorbildfunktion. Das hat das BMG erkannt. Die machen diese Town Halls, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, jeden Samstag oder so. Stundenlang kann man da den Minister und Herrn Mertens von der STIKO ist meistens dabei, befragen und ausquetschen. Frau Ziesek war mal dabei und so. Also das kann ich nur empfehlen. Das findet, glaube ich, wöchentlich statt. Wird auch über YouTube gestreamt. Ist auch alles, kann man alles sich auf online noch angucken. Also bitte die eigenen Fragen erstmal klären, wenn es welche gibt. Und dann sich klar machen, dass wir, die wir im Gesundheitswesen arbeiten, ganz, ganz wichtige Kommunikatoren und Multiplikatoren sind. Und ich kann nur darum bitten und sozusagen dafür werben, dass wir das alle in unserem eigenen Handlungsbereich ernst nehmen und da helfen zu verstehen, da auch helfen, eine Frustration sozusagen abzuholen, ernst zu nehmen, zu helfen, aufzuklären. Also diese ganzen wilden Gerüchte, irgendwie der Impfstoff macht unfruchtbar und sowas, was Quatsch ist und sich wunderbar erklären lässt, wo dieses Gerücht herkommt. Aber das einfach Quatsch ist, dass man das immer und dass man sich die Mühe gibt, auch wenn es mühsam ist und nervt, den einen oder anderen. Also die Kommunikation, das sind wir alle. Das sind nicht nur die da oben sozusagen, sondern das sind wir alle. Und das ist eine, finde ich, ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir im Moment gemeinsam füreinander haben, dass wir da uns alle gemeinsam helfen. Das, was ich jemandem erklären kann, erkläre ich dem und der erklärt mir dann vielleicht wieder was anderes. Gut, hier eine andere Frage. Deutschland hat zu wenig Impfstoff, das ist eine Tatsache. Mhm. Und deshalb haben wir die ethische Debatte und das ethische Dilemma. Was ist aus Ihrer Sicht da schiefgelaufen? Es war undenkbar, das muss ich mir ganz klar sagen, dass wir jemals in der Situation, kein Land der Welt wäre jemals in der Situation gewesen, egal wie viel Geld man in die Hand genommen hätte, egal was man getan hätte, dass genug Impfstoff von Anfang an da ist. Weil das ist schwer, weiß ich, schwer sich vorzustellen, aber Impfstoff am Anfang, da werden so ein paar Ampullen mal gebaut, ganz am Anfang, diese in den frühen Testungen. Und dann baut man mal den Impfstoff, der ja kompliziertestens herzustellen ist. Also dieser mRNA-Impfstoff, nur mal als Beispiel, der wird quasi, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, im Vakuum hergestellt. Ja? Also das kann man nicht mal eben in irgendeiner Fabrik machen. Ja? Da braucht man eine Fabrik, die baut man normalerweise 5 Jahre, damit das funktioniert. Das heißt, um sowas in die Studien zu bringen, das ist das eine. Da braucht man dann 40.000 Dosen oder 80.000, wenn man dann zweimal impft und so. Aber jetzt reden wir von 8 oder 9 Milliarden. Und es war von vornherein klar, egal was, wir hätten uns auf den Kopf stellen können und hätten nicht genug von Anfang an gehabt. Das heißt, wir wussten immer, diese Knappheit am Anfang
die wird es geben. Und deswegen haben wir diese Priorisierung entwickelt. Ich sage Ihnen aber ganz offen, ich hatte gehofft, ich wusste auch, also die Zahlen im Moment passen noch mit dem, was man initial gesagt hat. Ich hatte aber gehofft, es wird sehr schnell breiter. Da gab es auch, da gab es Zusagen, da gab es Verträge. Und wie gesagt, ich stecke da nicht drin, ob man da noch sehr viel mehr hätte machen können, sehr viel mehr Produktionskapazität noch helfen, aufbauen, alles da drauf werfen, dann hätte man vielleicht noch mehr. Und dann würde es schneller gehen und dann wäre man noch ein, zwei Monate schneller dabei. Aber auch Israel und die Golfstaaten, niemand hätte am Anfang, die haben auch priorisiert. Die mussten alle diese ethische Frage lösen. Und bei uns, das will ich ganz offen sagen, das finde ich selber auch frustrierend, uns geht es allen zu langsam. Wir hätten gerne deutlich mehr. Ich hoffe, dass jedenfalls das, was vertraglich zugesagt war und ist, dann tatsächlich auch kommt und die Unternehmen nicht irgendwie solche Sachen machen, wie wir setzen jetzt mal eben für 2 Wochen aus oder wir liefern mal 60% weniger und liefern das dann erst in 4 Monaten oder so. Also wenn das passiert, dann dauert es wirklich länger. Aber wenn die das liefern, was zugesagt ist, die 3, die jetzt dann schon bald, also noch 2 und dann bald 3 am Markt sind, dann müsste diese Spitze sozusagen der Priorisierung relativ schnell breiter werden und man sehr viel mehr Menschen ein Angebot machen. Die Infrastruktur dafür haben wir ja. Aber das ist echt, das ist wie ein Pudding an die Wand nageln. Und ich kann nur sagen, da stecke ich auch nicht näher drin. Und ich verstehe alle, die sagen, also das ist nicht super gelaufen, muss man ganz klar formulieren. Und das wird ja auch politisch sehr intensiv formuliert. Genau. Wenn man natürlich Israel anschaut oder andere Staaten, die schon mehr Anteil ihrer Bevölkerung geimpft haben, dann kann man das schon verstehen, dass die Leute hierzulande zum Teil frustriert sind. Abschließend noch eine Frage, die dann auch zur nächsten Lecture überleitet, am nächsten Mittwoch. Inwiefern wird der Risikofaktor Psyche bei der Priorisierung berücksichtigt? Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das gemeint ist. Psychische Erkrankungen, ja, seelische Leiden. Klar, es gibt inzwischen Evidenz. Ich habe es jetzt gerade wieder gesehen. Ich darf da nicht zu viel sagen, weil die nächste Version ist einfach noch vertraulich. Die ist noch im Stellungnahmeverfahren. Aber da kann ich ganz klar sagen, dass bestimmte schwere psychische Erkrankungen in der Priorisierung berücksichtigt sind. Also das ist definitiv dabei. Ich habe gerade noch eine super Frage gesehen, wenn ich das ganz kurz noch darf, Marianne, ja, die Zeit noch haben, wo jemand gefragt hat, was ist denn eigentlich jetzt mit, es gibt tatsächlich bei dem AstraZeneca-Impfstoff ja Hinweise, dass der bei älteren Menschen weniger wirkt. Diese 8%-Zahl ist kompletter Quatsch. Ja, also, dass der eine Wirksamkeit von 8% hat bei den über 65, das war eine komplette Ente. Wie sowas passieren kann. Ja, das gibt ja so Fake News. Ja, aber das wurde ja nicht von Fake News Outlets, sondern das wurde ja von seriösen Medien verbreitet. Da denkt man sich auch manchmal, oh, komm, ihr lieben Leute, ich meine, die Engländer impfen damit seit einem Monat ihre alte Bevölkerung. Jetzt ernsthaft? 8%? Das ist von 12 Zulassungsbehörden inzwischen auf der Welt zugelassen. 8% war die Anzahl, die proportionale Anzahl der Menschen über 65, die in den Studien eingeschlossen waren. Und da sagen die europäischen Zulassungsbehörden, oh, da ist vielleicht ein bisschen wenig. Wenn wir eventuell, das ist im Moment in der Debatte, wird das tatsächlich temporär, bis die Evidenz besser ist, nicht sofort für die über 65-Jährigen zugelassen. Und dann würde man sagen, das ist ein Impfstoff, der wirkt nicht, also ein bisschen weniger, wobei diese Modellstudiendaten, man muss jetzt erstmal gucken, was wirklich im Feld passiert. Alle erfahrenen Forscher wissen das, dass sozusagen, was zählt, ist auch ein Platz am Ende des Tages. Aber der wirkt gut bei Jüngeren und ist ja auch eine klassische Technologie. Der ist was für Leute, die vielleicht auch sagen, oha, diese mRNA-Sache, das ist mir ja alles irgendwie ein bisschen noch... Ich finde das, also das ist ja eine super Technologie, aber es gibt einfach Menschen, die da irgendwie Vorbehalte haben und die sich auch nicht ausräumen lassen. Die sind vielleicht mit so einem klassischen Impfstoff glücklicher. Aber den würde man dann tatsächlich den über 65-Jährigen im Moment nicht geben. Und das würde bedeuten in der Priorisierung, dass man den schneller den jüngeren Gruppen anbieten kann. Und das würde bedeuten, dass man dann in der Priorisierung tatsächlich sozusagen schneller runtergeht.
für die, die sozusagen jung genug sind, nämlich unter 65. Also das nur auch nochmal, dass diese medizinischen Sachen natürlich immer wieder mit diesem ethischen Rahmen in Bezug gesetzt werden müssen. Ja. Wunderbar. Also, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken für deinen tollen Vortrag und für die tolle Diskussion. Bei Ihnen zu Hause oder im Office oder wo auch immer Sie uns zugehört haben, für Ihre Beiträge, Ihre Fragen. Also es war wirklich furchtbar spannend, hat mir ganz große Freude gemacht. Und ich freue mich schon auf Sie im nächsten Mittwoch. Da haben wir nämlich auch ein ganz tolles Thema, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Seele, auf die Psyche hat und die psychosozialen Belastungen. Und da haben wir auch einen exzellenten und ganz tollen Redner, nämlich auch einen Kollegen von mir, Professor Peter Henningsen. Er ist der Direktor unserer psychosomatischen Klinik und er wird das Thema eingehend mit uns diskutieren. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie dran beim nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Auf Wiedersehen. Danke, Marion. Tschüss.